Oh, meine Freunde, ich hoffe Mo von VR, ich bin Mo Tensen und meine Fresse, haben wir momentan einen schönen Herbst, das ist echt toll. Ich komme auch gerade von draußen, ihr seht es, jetzt ist das schöne Oculus Link Kabel hier an der Pico. Ich setze mich mal hier gemütlich hin und wir gehen in VR. Heute geht es um den Streaming-Assistenten, ja, also den von Pico mitgelieferten Streaming-Assistenten. Letztens, das Virtual Desktop ist ja eine Software, die kauft man sich für 20 Euro dazu, um über Wi-Fi zum PC zu streamen und die Brille dann wie ein VR-Headset am PC zu benutzen, ja, wie ein ganz normales VR-Headset, obwohl sie autark ist. Diese Funktionalität ist auch schon eingebaut. Ihr könnt von Pico, von der Webseite, den Link mache ich euch unter das Video, diese Software runterladen, die Streaming Assistant Software, und ihr habt hier die Möglichkeit zwischen Wi-Fi und Link-Kabel, ja, also ein USB-3-Kabel, zu wählen. Dann wichtig ist hier das. Das sind die Einstellungen. Leider kann man hier nicht so dediziert wie bei Virtual Desktop was einstellen, sondern lediglich glatt SD, HD. Sehr nichtssagend. Ich habe einfach mal auf HD gestellt, in der Hoffnung, dass das das Beste ist. Die Bildwiederholfrequenz zwischen 72 und 90 Hertz ist klar. Ja, habe ich auf 90. Meine Brille läuft auch die ganze Zeit auf 90. Ist natürlich dann ein besseres VR-Erlebnis immer, aber auch immer ein bisschen anspruchsvoller für den PC. Muss man dann denken. Wenn ihr einen schwachen PC habt, versucht es erstmal mit 72 Hertz. Da musst du nicht so viel ackern. So, Controller-Modus ist hier Standard. Es gibt auch noch einen Kompatibilitätsmodus. Ich weiß gar nicht genau, was der macht. Ist für unseren Test jetzt aber auch egal. Mikrofon einstellen. Sie können den Streaming-Assistent neu starten, wenn die Tonqualität schlecht ist. Well? Okay. Und hier gibt es noch etwas, um eine Audio-Latenz zu bewältigen. Hier kann man frei einstellen, wie viel der Ton dann offensichtlich einen Versatz hat. Okay. Und das hier, Frame-Interpolation, ist genau dasselbe wie bei Virtual Desktop, der Space Warp, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ihr kennt das, ja, wenn euer Rechner zu schwach ist und ihr nicht mit stabilen 90 Frames pro Sekunde arbeiten könnt, dann sagt ihr, mach mal eine Frame-Interpolation, dann versucht der Rechner nur noch 45 Frames pro Sekunde zu erzeugen und erzeugt das Frame dazwischen künstlich. Das macht jeder unterschiedlich. Es gibt auch unterschiedliche Methoden, das zu machen. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe es mal ausgeschaltet gelassen erstmal. Für unseren Test ist es jetzt auch nicht so relevant. So, Sprache steht auf Deutsch, alles klar. Dann sage ich Speichern und das sind die Einstellungen. Einstellungen abgeschlossen, hat er verstanden. Übrigens ein kleiner Tipp für alle Leute, die schon einen Pico Neo 3 Link hatten. Deinstalliert die alte Software und ladet euch eine neue Version runter für die Pico 4. Auf jeden Fall sicherer. Ich habe das Original Oculus Link Kabel, das hat damals 99 Euro gekostet, soll aber auch total toll sein, bababa. Aber da gibt es mittlerweile genügend Alternativen. So ein 5-6 Meter langes Kabel kostet irgendwas zwischen 30-50 Euro. Wenn ihr mit der Wi-Fi-Verbindung also gar nicht klarkommt, ist das eine Alternative. Und jetzt gehe ich auf Kabel. So, dann sagt er, schließen Sie mal schön Kabel an. Habe ich gemacht. Und jetzt auf Weiter. Boom. So. Und das ist ganz witzig. Ich bin nämlich gerade in Virtual Desktop, deswegen sehe ich den Desktop auf der Pico 4. Kommt jetzt nämlich dieses Menü und er sagt, ey, möchtest du dich verbinden? So, das bedeutet, ich gehe jetzt mal aus Virtual Desktop raus. So, und jetzt sind wir im Menü, gehen in den Streaming Assistant. So, also das war jetzt Luxus, dass ich Virtual Desktop genau. Ihr könnt natürlich auch direkt vor eurem Rechner sitzen, aber so kann ich das alles recorden und euch gleichzeitig zeigen, ja. Und jetzt verbinde ich mich über das Kabel mit dem PC. So, da unten könnt ihr das Panel sehen. Der sagt jetzt, wir sind bei 90 Frames, Latenz ist bei 33 und vor allen Dingen die Bitrate bei 100 Megabit pro Sekunde. Das ist ein bisschen mehr, als ich bei Virtual Desktop eingestellt hatte. Da hatte ich 80, also sollten wir im Prinzip ein besseres Bild kriegen. Das Verrückte ist aber, ach hier rechts, Codec, der H265 entspricht übrigens auch dem besseren Codec von Virtual Desktop. Parallel dazu habe ich noch meine Anzeige von FPS, ja, FPS VR, das ist eine Steam-Software, die kontrolliert auch nochmal Sachen. Ja, das Menü auf und das hier sieht schon mal ein bisschen unschärfer aus mit Virtual Desktop. Ich gehe mal auf Auto, ja. Fairerweise, denn bei Virtual Desktop habe ich das auch so gelassen. Damit stellt mein System sich hoffentlich auf die beste Variante ein. Das Verrückte ist, wie gesagt, wir können, wenn wir auf HD stellen in der PC-Pico-Software, wissen wir gar nicht, wie hoch jetzt die Auflösung ist. Das weiß man einfach nicht. So, und jetzt probieren wir ganz zuerst mal Pistol Whip aus. Pistol Whip.
So, ihr wisst noch, Pistol Whip habe ich für die Latenz benutzt. Ich kann euch leider an meiner Session nicht teilhaben lassen, weil die Musik vom Pistol Whip dann Copyright Infringements triggert, ja, aber ich mach schon. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Yo, Brille auf und rein in die Welten wie Skyrim. Könnt jeden Tag feiern, nur weil ich dabei bin. Wenn du dich fragst, ja, sie lohnt immer. Ich spiel PSVR, Golf im Wohnzimmer. Danach treffe ich die Rec Room-Freunde. VR-Multiplayer ist echt gut, Leute. Move und Aim sind geladen und bereit. Die neue Firewall-Saison, sie startet nebenbei. Danach wird's erst richtig hart mit Spark. Die Gläser beschlagen und der Sch- Okay. Also, das war ganz gut. Witzigerweise, wie gesagt, wir haben jetzt keinerlei Frame-Verdopplung gerade momentan. Also, ich guck nochmal bei Steam hier an. Bewegungsmeldung, doch, ist angeschaltet, aber er hat sie nicht benutzt, weil er das tatsächlich schafft. Ne? Ich habe hier beide kontrolliert. Also, das lief tatsächlich jetzt sehr softig. Ich habe das Gefühl, es lief ein bisschen smoother als über Virtual Desktop. Bei Virtual Desktop hatte ich immer so. Also, die Abrisse, die das über Wi-Fi hatte, die hatte ich ja auf jeden Fall. Aber auch generell würde ich sagen, war das Bild nicht ganz so ruhig. Ja? Was aber Fakt ist, die Auflösung, die jetzt hier für mein Verständnis gut ist, kann man jetzt aber nicht höher schrauben. Ja? Also, das sieht cool aus. Ich bild mir ein bisschen besser als auf der Quest mit Linkkabel. Aber auf der Quest mit Linkkabel hat man zum Beispiel auf PC-Seite viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man Subsampling so richtig hoch feiern. Und hier habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr. Also, bei 100 Megabit pro Sekunde gibt es hier eine Latenz von 33 und eine Stable Framerate von 90. Die gefühlte Latenz, und das ist das, was für mich interessant ist, war, ich würde sagen, ein bisschen schlechter als bei Wi-Fi, ja, als bei Virtual Desktop. Achtung, ich vergleiche jetzt nur damit. Minimal aber, ja, also auf jeden Fall auch genauso gut spielbar übers Kabel wie mit Virtual Desktop, nur dass das Bild ruhiger ist und dass keine Abrisse gab. Das hier ist also sozusagen jetzt über Kabel für mich die safere Nummer. Hier ist man allerdings limitiert mit der Grafik. Also, ich weiß nicht, ob es ein automatisches System ist von Pico, was bei HD dann die Auflösung festlegt. Wenn ihr jetzt einen Powerrechner habt mit irgendwie 4090 neuerdings oder so, ja, und dann nur diese Auflösung betreiben könntet, wäre das aber ziemlich schade, denn die Brille selber kann hardwaremäßig natürlich unfassbar viel mehr. Und ich habe das auf Desktop ja mal komplett hochgestellt. Das sah sowas krass scharf aus. Das geht hier nicht. Aber für die Verhältnisse, in denen ich sonst lebe, ja, so Quest 2 am Kabel oder Index oder hast du denn gesehen, ist das eigentlich alles ganz cool, ist in Ordnung. Das war der Test. Und jetzt geht's gleich weiter. Bei Half-Life Alyx lasse ich einfach die Bewegungsglättung jetzt an, aber das ist die von Steam. Ja? Ihr habt ja gesehen in Einstellungen, ich hätte jetzt auch eine in der Pico-Software schon einstellen können. Das muss man alles rausfuchsen, wer da wann und warum. Eckstart jetzt Alyx. So, und da wären wir. So, ich habe jetzt wieder Half-Life Alyx relativ runtergeregelt von seinen eigenen Einstellungen. Aber was hier tatsächlich gerade passiert? Die Frame-Verdopplung meines PCs, ihr wisst, ich habe ein Notebook, ein Razer Blade Advance von 2019 mit einer RTX 2080 drin. Das ist halt, naja, so ein bisschen unter dem Durchschnitt, den man so haben sollte für PC-VR-Gaming. Und was ich bemerkenswert finde, und das ist eine Sache, die ich gar nicht verstehe, ich habe dieses Spiel ja jetzt mit der Quest über Link-Kabel, mit der Pico Neo 3 Link, mit der Index, mit allen gespielt. Und aus irgendeinem crazy Grund habe ich da nie echte 90 Frames hinbekommen, sondern immer irgendwelche Verdopplungsgeschichten. Und hier kriege ich das gerade. Das ist ziemlich verrückt. Also das ist tatsächlich jetzt gerade hier mit diesem Kabel und der Pico-Software die beste Qualität, die ich gerade jemals aus meinem PC rausbekommen habe bei Half-Life Alyx. Das ist crazy. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier ist alles butterweich. What? Okay, bei der Index kann ich noch auf 120 und 144 stellen, aber das hätte er ja eh nicht geschafft. Da vorne sagt die Framerate auch,
manchmal, dass sie so bei 87 ist oder so. Ja, hier schwankt auch so ein bisschen 92. Jetzt, 84. Also es gibt Mini-Schwankungen. Die echte Auflösung scheint jetzt hier automatisch von SteamVR auf 100% zu sein. Und das bedeutet, wir haben, na, zeig nochmal die Pixelanzahl, 106%. 2224 mal 2200. Das ist knapp über der theoretischen physikalischen Auflösung. Mir hat aber tatsächlich ein junger Mann letztens vorgerechnet, dass um das Bild hier absolut ruhig und klar zu haben, bräuchten wir eine Auflösung von ungefähr 2800 oder so. Ja, damit das perfekt ist und gar kein Flimmern mehr ist. Da hinten habe ich so ein bisschen flimmernde Kanten. Was ich aber gerade auch nicht spüre, muss ich gestehen, sind so großartige MPEG-Artefakte, die durch die Kompression durch das Kabel passieren. Ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ich mache mal einen Latenztest. Fühlt sich sehr direkt an. Angezeigt wird hier eine Latenz von 44. Das ist jetzt 10 Millisekunden. Oh, tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr als bei Pistol Whip. Aber fühlt sich vollkommen gut an. Damit könnte ich leben, behaupten. Ich weiß nicht, warum das hier so gut drauf läuft. Das ist gerade die Idealversion. Also nicht mal die Index hat mir irgendwie so eine smooth Framerate geliefert. Die Index hatte jetzt auch nicht eine höhere Auflösung, weil die hat ja physikalisch eine geringere. Ich habe jetzt quasi ein bisschen mehr als Index-Auflösung, dafür aber ein komplett screen-door-freies Bild. Und das würde ich jetzt mal sagen, ist alles extrem okayisch. Kann man machen. Fühlt sich gut an. So, man müsste jetzt natürlich auch noch mehr Spiele testen, aber ich habe jetzt mal so die zwei Extremfälle genommen, also den Extrem-Timing-Test und jetzt hier Half-Life Alyx als so normales Spiel. Und der schlägt sich eigentlich ganz tapfer. Das ist der Test, Leute. Ich gehe also zurück ins Pico-Menü. Zack. Ich finde es übrigens auch super entspannt, dass ich das jetzt immer alles, was ich hier mache, ob ich am PC bin oder nicht, kann ich in der Pico aufnehmen. Und das ist halt super entspannt. Ich muss keine zusätzliche Software installieren und so. So, ich sag mal Stopp. Das wird jetzt langsam Tradition. Beim Schneiden habe ich gesehen, wie schlecht dieser Ton ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja? Also, wenn ich mit der Pico 4 was aufnehme, ist ja der Ton mittlerweile wirklich gut geworden. Im Zusammenhang mit dem Streaming Assistant, wenn ich dann in SteamVR bin, kommt das irgendwie wieder zu Problemen. Ich weiß nicht, warum. Das ist nur ein Grund. Bei der Wi-Fi-Verbindung, die jetzt normalerweise dran gewesen wäre, ist der Ton noch schlechter gewesen. Und das Fazit ist eigentlich, es läuft auch stabil mit denselben Einschränkungen, was die Auflösung angeht, wie bei der Link-Verbindung. Und dann nochmal ein bisschen schlechteren Latenzen. Ja, zwischen 5 und 10 kommt nochmal drauf auf die Latenzen. Also da war es dann nicht so gut. In dem Moment ist tatsächlich Virtual Desktop immer die bessere Wahl. Die 20 Euro würde ich ausgeben an eurer Stelle, wenn ihr über Wi-Fi machen wollt, vergesst den Assistenten. Insofern ist das nur interessant für alle Leute, die den Linkkabel benutzen wollen. Und deswegen lasse ich jetzt den Part einfach weg. Da lernen wir nichts Neues draus. Wir kommen jetzt direkt zum Fazit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Meine Lieben, das war jetzt der Test der eingebauten Streaming Assistant Software. Die steht natürlich auch nicht auf der Stelle. Die wird sich jetzt auch in nächster Zeit weiterentwickeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die unter Umständen einfach dieselbe ist wie auf der Pico 3 und noch nicht angepasst wurde. Ja? Also dadurch, dass man nicht so viele Parameter eingeben kann, um die Auflösung noch zu erhöhen, da ist man limitiert. Aber die macht ansonsten jetzt eigentlich einen stabilen Eindruck. Ich würde in dem Fall, wo ihr über Wi-Fi spielen wollt, dann definitiv zu Virtual Desktop raten. Da könnt ihr mehr tweaken, mehr machen. Die Qualität und Latenz ist besser. Über das Kabel war ich hier jetzt sehr zufrieden mit allem. Das finde ich eine wirklich probate Lösung. Das ist alles gut, also hier verliert man nichts. Das kann man super benutzen, wenn man natürlich den absoluten Komfort möchte und über Wi-Fi und einen super Router hat, der das alles toll mitmacht und störungsfrei ist, dann macht ihr es mit Virtual Desktop. Die schöne Geschichte ist natürlich, dass man einfach die Auswahl hat. Ja. Virtual Desktop ist in dem Fall eine wirklich fantastische Ergänzung, denn die Latenz über die Streaming Assistant Wi-Fi Lösung, die war schon spürbar. Ich glaube, dass das auch für die meisten Leute unproblematisch ist, aber für jemand wie mich, der vom Kabel kommt und sozusagen immer Idealbedingungen gehabt hat, sind diese ganzen Tests sehr interessant. Zum Schluss könnt ihr, wenn ihr wollt, noch mein Pico-Freund werden. Ich habe schon ein paar. Eine Geschichte übrigens, ja, man kann sich hier auch Sprachnachrichten schicken und muss nicht Text eingeben. Das ist super.
Die können einfach was reinquatschen. Super. Also ich heiße hier, wo ist er denn? Mut Hansen. Wenn ihr mal was sagen wollt, dann sprecht mir das hier rein. Wenn ihr jetzt denkt, verdammt, das klingt alles gut für mich, ich möchte mir auch eine Pico 4 kaufen, dann wäre es super nett, wenn ihr den Link unter diesem Video benutzt. Ja, der führt zu Bestware. Das sind die Leute, die mir dieses Headset hier zur Verfügung gestellt haben, damit ich genau diese Testvideos machen kann. Und das ist auch ein Affiliated-Link. Wenn ihr darauf klickt, dann bekomme ich eine ganz kleine Provision von Bestware. Ihr unterstützt damit den Kanal, euch kostet das nicht mehr. Und das war's, was ich zu sagen habe. Ich würde mich natürlich auch freuen über ein kleines Däumchen unter diesem Video. Und wenn ihr Lust habt, dass ihr den Kanal abonniert, das wäre ganz elegant. Ich bin raus. Mut Hansen, Mufan VR. Immer für euch da. Bye-bye.